Steuerfreies, selbstständiges Nebeneinkommen. Klingt ziemlich attraktiv, oder? Ob und wann das möglich ist, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich habe erst vor wenigen Tagen ein Video zur Minijobgrenze und Regelung veröffentlicht. Als Angestellter kannst du ja angestellt sein und bis zu 450 Euro im Monat verdienen. Hat sich gerade angehoben auf 520 Euro. Das heißt, seit Oktober 2022 kannst du bis zu 520 Euro im Monat verdienen, ohne Steuern zahlen zu müssen. Das klingt ziemlich attraktiv. Leider kriege ich das in diversen Diskussionen und Social Media Gruppen mit, dass das dazu führt, dass Selbstständige denken, dass sie jetzt nebenbei 450 oder jetzt 520 Euro im Monat steuerfrei verdienen dürfen. Das ist nicht so. Die Minijob-Regelung ist eine Regelung für Angestellte. Das heißt, wenn du im Nebenjob angestellt bist. Wenn du im Nebenjob selbstständig bist, darfst du nicht 520 Euro im Monat steuerfrei verdienen. Selbstständige müssen grundsätzlich eine Buchhaltung erstellen und auch eine Steuererklärung abgeben. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass du tatsächlich auch Steuern zahlen musst für deine Selbstständigkeit. Es gibt nämlich in Deutschland einen sogenannten Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer. Der liegt bei ungefähr 10.000 Euro, der wird jedes Jahr ein bisschen angehoben. Ganz grob sind es ungefähr 10.000 Euro. Und wenn du all deine Einkünfte zusammenrechnest, also Angestellten-Tätigkeit, deine Selbstständigkeit, Vermietungseinkünfte und so weiter, wenn du das alles zusammenrechnest und dann unter 10.000 Euro liegst, dann musst du keine Einkommensteuer bezahlen. Das heißt, dann ist auch deine Selbstständigkeit steuerfrei. Aber, ganz wichtiger Punkt, die Steuererklärung musst du trotzdem abgeben. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz wichtiger Hinweis für die Leute, die vielleicht aus einem Hobby heraus irgendwas gestartet haben und plötzlich jetzt Einnahmen haben oder irgendwie nebenberuflich gegründet haben, aber noch nicht richtig viele Umsätze haben. Dann gilt für dich unter Umständen die Liebhabereiregelung. Was das genau ist, das habe ich schon mal in einem vertiefenden Video erklärt, auch das verlinke ich dir oben rechts einmal. Liebhaberei bedeutet nämlich, wenn deine Einnahmen dauerhaft niedriger sind als deine Ausgaben, die du hast, um diese Einnahmen zu generieren, dann ist das mehr ein Hobby, weil du dauerhaft Verluste machst. Also beispielsweise, du betreibst einen YouTube-Kanal, bekommst zwar jeden Monat irgendwie so ein paar hundert Euro von YouTube, aber deine Ausgaben sind dauerhaft höher und diese Liebhaberei, die musst du nicht versteuern. Das heißt, dann musst du auch nicht das Geld versteuern, was du von YouTube bekommst. Du musst aber in der Lage sein, nachzuweisen, dass diese Einnahmen tatsächlich niedriger sind als die Ausgaben. Das heißt, du solltest auf jeden Fall auch da alle Unterlagen aufbewahren. Im Einkommensteuergesetz gibt es allerdings aber auch noch eine relativ abgefahrene Regelung, die ich dir gerne einmal erläutern möchte. Diese Regelung gilt für alle, die einen Hauptjob haben, also die hauptberuflich angestellt sind oder Schüler sind oder Student sind. Und wenn das dein Hauptjob ist, du aber nebenberuflich eine andere Tätigkeit hast, beispielsweise eine Selbstständigkeit, dann kannst du Einkommen daraus tatsächlich steuerfrei generieren. Und zwar bis zu 410 Euro pro Jahr. Also nicht pro Monat, sondern 410 Euro pro Jahr. Die wären tatsächlich komplett steuerfrei. Bis zu 820 Euro, also wenn dein Einkommen zwischen 411 und 820 Euro ist, dann ist ein Teil deines Einkommens steuerfrei. Dieser Anteil, der steuerfrei ist, der sinkt. Das heißt, je höher dein Einkommen ist, desto kleiner ist der steuerfreie Anteil. Hier an dieser Stelle reicht es, wenn du dir merkst, wenn du einen Hauptjob hast und eine nebenberufliche Selbstständigkeit hast und dein Einkommen unter 820 Euro pro Jahr ist, dann ist dieses Einkommen entweder steuerfrei oder zumindest steuerlich begünstigt. Wichtiger Hinweis bei dieser Regelung ist, dass sich diese Grenze tatsächlich nicht verdoppelt, wenn du verheiratet bist. Im Einkommensteuergesetz ist es ja ganz häufig so, dass wenn ihr eine Zusammenveranlagung in der Einkommensteuer macht, dann verdoppeln sich alle Grenzen. Das ist hier in diesem Fall leider nicht der Fall. Das heißt, da habt ihr tatsächlich nur diese eine Grenze. Ihr hättet es nur, wenn ihr eine getrennte Veranlagung wählt, die aber ehrlicherweise meistens finanziell ungünstig ist. Außerdem eine wichtige Frage ist, für welche Einkunftsarten gilt denn das Ganze? Es gilt grundsätzlich für alle Einkünfte, außer Kapitalerträge. Das heißt, wenn du im Jahr 400 Euro Kapitalerträge hast, dann hast du den Sparerpauschbetrag, du kannst aber nicht diese steuerfreie Regelung nehmen. Also du kannst nicht diesen Härteausgleich wählen. Du kannst diese Regelung aber immer wählen, wenn du zum Beispiel nebenbei selbstständig bist oder Vermietungseinkünfte hast, zum Beispiel über Airbnb oder zum Beispiel eine PV-Anlage betreibst und da die Erträge einfach unter 820 Euro liegen. Ich vermute, die allermeisten von euch denken sich jetzt, was labert der Typ für einen Schwachsinn? Und warum um Himmels Willen ist er begeistert über eine Regelung, wo man 820 Euro im Jahr steuerbegünstigt bekommen kann? Wir reden hier von nicht einmal 70 Euro im Monat. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ja, in der Praxis hat das nicht so die große Bedeutung und ich weiß, es ist natürlich nicht viel Einkommen. Es gibt aber ein Szenario, da kann diese Regelung ziemlich interessant sein und deswegen solltest du sie kennen. Und zwar, wenn du hauptberuflich angestellt
angestellt bist und nebenbei gründen möchtest. Wir reden hier nämlich über Einkommen und Einkommen ist der Gewinn. Das heißt, du kannst deutlich höheren Umsatz machen. Das heißt, wenn du wirklich vorhast, in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit deinen gesamten Umsatz die nächsten Jahre einfach immer zu reinvestieren und jedes Geld, was du bekommst, einfach wieder in deine Selbstständigkeit zu stecken, dann kann das für dich ziemlich attraktiv sein. Weil du kannst ja theoretisch auch 100.000 Euro Umsatz machen und wenn du jeden Euro, den du nimmst, einfach wieder reinvestierst, dann landest du unter 820 bzw. 410 Euro Gewinn im Jahr und dann ist dieses Einkommen tatsächlich steuerfrei. Zum Abschluss dieses Videos noch ein ganz wichtiger Hinweis, das ist eine Regelung aus dem Einkommensteuergesetz. Das heißt, wenn ich dir das jetzt sage und du dir mir jetzt denkst, ah okay, alles steuerfrei, super, ich habe mit der Steuer nichts am Hut, ist das leider falsch. Du musst unter Umständen halt auch noch die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, du hast grundsätzlich drei Steuerarten, die du als Selbstständiger auf dem Schirm haben solltest. Die Einkommensteuerregelung, die haben wir jetzt besprochen. Bei der Umsatzsteuer kannst du allerdings auch eine Vereinfachung in Anspruch nehmen. Das ist die Kleinunternehmerregelung. Das heißt, auch bei der Kleinunternehmerregelung musst du dann auch keine Umsatzsteuer zahlen. Und bei der Gewerbesteuer, die musst du sowieso nur bezahlen, wenn du ein Gewerbetreibender oder eine Gewerbetreibende bist. Da hast du einen Freibetrag von 24.500 Euro Gewinn. Wenn du wirklich unter diesen 410 Euro bist, bist du natürlich auch für die Gewerbesteuer befreit, musst aber trotzdem die Erklärung abgeben und Umsatzsteuer kannst du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Wichtig ist nur, du musst alle drei Steuerarten im Blick haben und musst halt für jede Steuerart die entsprechende Vereinfachung in Anspruch nehmen. Welche steuerlichen Verpflichtungen du generell als Selbstständiger hast, dazu habe ich auch schon mal ein allgemeines Video aufgenommen, das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Deswegen schau da auch gerne einmal vorbei. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir beantworten, wann deine nebenberufliche Selbstständigkeit unter Umständen steuerfrei ist. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du selbstständig bist und gerne die ganzen Themen Steuern und Buchhaltung abgeben möchtest, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt. Kannst aber natürlich auch gerne die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen. Inzwischen gibt es hunderte Videos zu den Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern für Selbstständige, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.